Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der Torwart-Spieler-Karriere-Koop hier zusammen mit Jan. Hi. Hallo. Ja, natürlich wollte ich jetzt mal nochmal kurz angesprochen haben, dass wir das hier vorproduziert haben bis zu dieser heutigen Folge. Heißt, ab nächster Folge können wir dann auch auf eure Tipps und Vorschläge eingehen. Das wird auf jeden Fall mega cool. Ansonsten rechts oben am i bei Jan vorbeischauen. Und ja, heute wird es ziemlich spannend. Wir spielen jetzt hier schon mal gegen Dortmund. Wenn wir als nächstes als Gegner haben, weiß ich halt nicht, weil wir keinen Kalender haben. Aber gegen Dortmund spielen wir schon mal. Augsburg gegen Dortmund müsste eigentlich eine klare Sache sein für Dortmund. Allerdings sind die hier in dieser Saison auf Platz 17. Das ist crazy. Wir sind jetzt seit letzter Folge wieder auf Platz 15 und können natürlich deutlich nach oben klettern, wenn wir hier gewinnen. Und können uns auch ein bisschen Abstand verschaffen. Natürlich zu den Abstiegsplätzen. Ist noch ein bisschen länger hin, aber ne? Man kann ja schon mal vorsorgen. Standard, dass du so auf Platz 15 immer mit deinen Mannschaften bist. Nee! Was ist das? Weil ja, nein, doch, nichts gibt, doch, nichts gibt. Doch, Team Management. Nichts gibt's. Was? Nichts gibt's. Wenn das, deswegen sind die ja so schlecht. Das ist doch egal hier. Das ist doch nicht dein Team. Das ist doch unfair. Da habe ich ja gar keine Chance. Ja, Schmarri, das ist doch dein Team hier. Nicht dein Team, meine ich. Ja, du bist ja damit nur mein Gegner und wenn. Ja, aber dann überholst du mich unfairerweise. Unfairerweise? Ja, aber das kann ich ja nichts für. Ist ja im echten Fußball vielleicht auch so, dass hier. Ja, mal im echten Fußball sind die auch dumm. Ja, vielleicht fällt Bürki mal aus. Weißt du nicht, was Bürki macht? Deswegen sind die ja so kacke, Alter. Die kriegen einfach durch den Ölschlägel einfach ein paar Schläge am Kopf, Alter. Auf deinen Nacken. 5-0 wird das für Augsburg. Der kann nichts, der Torhüter. Ich meine, du kannst zwar ein bisschen was, aber der Torhüter ist halt trotzdem scheiße. Hilfe, ich hab Angst. Komm, Schuss! Ja, nochmal! Nochmal! Oh! Hä, der hat ihn voll in die Eier geschossen. Der Ölschläge! Ja, ja. Das ist Körperverletzung. Anzeige ist raus. Offensichtlich schwächste Team, was? Absolvierte Spiele 6 und 5 Tore nur geschaut. Oh, vielleicht kann ich jetzt 0 spielen. Oh Mann, ich möchte auch gegen Dortmund spielen. Alter, warum steht's hier nicht so 1-0, Alter, was ist da los? Nein, also Leute, ich erwarte hier nichts Krasses, aber ein Sieg natürlich schon. Boah, das wäre unfair gewesen, wäre da reingegangen. War ein bisschen gestolpert. Ja, weg, das ist mein Plan. Ja, Elfmeter! Gib mir rot, komm, dann sind wir in Überzahl. Ach, nur gelb. Aber wenigstens Elfmeter. Was ist das für ein Spieler überhaupt? Was? Hier spielt die C-Mannschaft. Nein, gerade. Der spielt immer. Mann, das ist doch ein spannendes Spiel hier. Also, ja. Das war gerade die erste Chance, ja, also. Ja, eben. Schmelzer Melzer hat die erste Chance gehabt. Da bin ich gar nicht on point. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Das war so dumm, aber ich habe von der Perspektive gedacht, dass er voll weit rauskommt, aber kam er voll nah. Das war richtig dumm. Oh, jo, erstes Tor in der Saison, Stadion geht ab, wenn man mal gegen Augsburg trifft. Er kam wirklich sehr nah und er sah wirklich aus, als würde er sehr weit kommen. Was ist denn jetzt? Warum lachst du jetzt so? What the fuck? Hey, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Ach, einfach nur, weil ich cool fand, wo dein Torwart stand. Ja, kassiert und aber noch in der ersten Halbzeit. Ja, was? Was für ja, Alter, der war voll schlecht. Der sah richtig gut aus. Ich dachte eigentlich, dass der ganz woanders hinkommt. Ich hab auf den ganz hinteren geguckt, da war noch einer irgendwie vorm 16er. Ich dachte, hä, wo ist denn der Ball? Aber man ist ja auf dem Netz drauf. Alter, Mainz wieder verrückt. Oh ja, jetzt geht's los. Was? Was tut er da? Ein Tor. Oh, oh. Was eine Parade. Und ich hab mich nicht mal mehr gesehen, lol. Ja, bisher. Das ist, ja. Yes! Ja. Ja, da hab ich. Ich hab viel zu spät gedrückt, aber ich hab mich halt nicht gesehen und alles nicht Marco gesehen. Marco Reus. Oh, unser Ex-Teamkamerad. Wir sind ja eigentlich gute Stürmer und sind jetzt hier dann die neuen Saison. Ja,
haben wir einmal mal gedacht, wir wären durch. Deswegen klappt das bis jetzt auch noch nicht so. So. Ja, stimmt, deswegen für dich. Ja. Komm jetzt, Augsburg! Oh! Komm jetzt! Ja, Augsburg macht weiter Druck! Basten, Alter. Die machen 2 Tore gegen mich. Die haben 5 in der ganzen Saison gemacht. Und ja, die überholen mich jetzt dadurch. Jetzt bin ich letzter. Ja! Oh, Ölschlägel, oder? Ölschlägel ist krass. Was ist das denn für ein Spaß? Nein! Oh. Nein! Ich hab Angst. Gib ihn mir wieder! Gib ihn mir doch! Ja, Ölschlägel! Was ist das? Das ist doch korrupt. Das kann doch nicht sein. Oh nein, jetzt habe ich Reus ausgewechselt. Ja, gut. Ich muss wieder vor. Ey, ich muss ein Tor machen. Oh nein. Wie er vor dem gegnerischen Torwart Angst hat. Nein! Oh nein, 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 ich mach das nicht. Alter, ich krieg dafür safe eine gelbe Karte. Ja, gelb ist ja nicht schlimm. Du darfst nur nicht 5 gelbe Karten sammeln. Ei. Oh! Oh! Ei! Jo! 10 Minuten noch. Puh. Ja, das wird nix. Also 10 Minuten, das wird nichts. Außer ich mach 5 Tore. Aber das ist halt so riskant, dass ich dann auch ein Gegentor kassiere. Ja! Was für ein Spaß. Jetzt mache ich ein Tor. Oh mein Gott, nein! Mach ihn doch! Nein! Nein! Ich hab doch nicht nein! Ich habe auf Fordern gedrückt und hab dadurch. Ne, 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 ne! Ich hätte mit meinem Torwart ein Tor machen können. Oh mein Gott! Es geht doch alles schief, nein. Das ist ein Spaß. Du bist so ein Spaß. Das ist doch unfair, was ist das denn? Ah, das Tor hast du verdient. Warum? Weil du nur da vorne warst. Ja, musst du hier was riskieren. Oh Mann. Ey, wie du mit dem 50 beraten hattest und einfach mit deinem eigenen Torwart. Deinem eigenen Torwart verkackst du und mit dem. Ne! Ölschläger 3-0, ist krass. Die offensiv schwächste Mannschaft. Du hattest sogar. Du hattest mehr Schüsse, du hattest 10 Schüsse, Dortmund nur 7. Und ich habe alle aber trotzdem gehalten. Das war ein richtig gutes Spiel von mir. Und das ist nicht auf meinem Kanal. Ich raste aus! Alter, jetzt hat mich Dortmund überholt. Die offensiv schwächste Mannschaft. Ist das traurig. Und ich spiele gegen Leipzig, da hole ich safe auch keine Punkte. Und Leute, dann machen wir direkt das nächste Spiel hier gegen Leipzig. Und, oh. Ja, ist gut. Der tollen Teddy-Werbung. Och, jawoll. Das ist aber ein Scheiß-Tor. Das ist wirklich ein Scheiß-Tor. Ich war in der richtigen Ecke und er prallt vom Pfosten zu dem, der da steht. Also, ich habe mich hier extra noch mal ein bisschen in die Ecke und das war. Ich dachte, wir wollten um die Europa-Plätze spielen, so Euroleague-Plätze. Und jetzt ich spiele um den Nicht-Abstieg. Ja. Und du vielleicht auch, weiß man ja noch nicht. Ja, du bist ein bisschen besser als ich, aber. 2 Punkte. Du bist so gut. Ja, hey. Der Skin. Was ein Tor war das denn, Alter? Das. Was passieren hier für Tore? War ein Scheiß-Tor. Ja, meins war nicht besser. Meins war auch schön. Ja, das stimmt. Aber das war so richtig so. Ja. Geile Tor-Animation, muss ich sagen. Also die haben wir auch. Ich meine, die ist so gut und selten, dass man sich auf die einfach freut. Aber das war auf jeden Fall gut. Hier vor der Halbzeit nochmal. Nach der Ecke habe ich ja gerade schon gesagt. Aber woran liegt das, dass wir die jetzt so häufig zu sehen bekommen? Das war vorher nicht so. Ja, die haben irgendwie wieder hier Patch 8 oder so. Die haben jetzt irgendwie so einen komischen Farbenblindheit-Modus auch eingeführt. Das, yes! Lass mich abgelenkt irgendwie. Wichtig. Ja, gut, das. Ah. Das gegen Dortmund hat mich ja jetzt gerade schon demotiviert. Dass wir gegen Leipzig spielen, das hat mich auch demotiviert, weil ich schon damit gerechnet habe, dass es nichts wird. Mal wieder eine Flanke. Mal wieder stehe ich nicht gut. Wollt rauskommen. Hab's verkackt. Ja, gegen Werner kann man nichts machen. Vor der Halbzeit dann doch nicht das Unentschieden, sondern die Führung für Leipzig. Au. Oh ja, da muss er hingehen. Das ist deiner. Richtig dumm.
Nein, was soll das? Jetzt kommen die schon wieder. Die ist daneben. Oh. Oh, du hast mich gerade sehr glücklich gemacht damit. Ja. Nein. Und du mich mit dem. Im Bogason. Ich kann mich nicht drüber freuen. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie. Down. Ich weiß nicht warum, aber gegen Dortmund, das war zu traurig. Aber vielleicht bedeutet das nicht letzter Platz, so ein 2-2 ist so ein Tor. Ich meine, gegen Leipzig, die sind ja auch nicht schlecht, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Komm, letzte Chance ist das. Das ist die allerletzte Chance. Also ein Unentschieden habe ich schon mal sicher. Und es gibt sogar noch eine Ecke. Kann ich jetzt mit vordrücken eigentlich? Weil es ist ja jetzt. Nee, du musst zurückgehen. Nein. LOL! Jetzt kann ich doch wieder lachen. Nein. Komm aus der Down-Phase raus. Jetzt bin ich gleich in der Tabelle hinter dir. Nein. Doch. Oh, warum habe ich nicht gegen Dortmund gewonnen? Naja, egal. Auf jeden Fall. Ein Sieg gegen Leipzig, das ist ja. Okay, es liegt schon ein bisschen daran, dass, dass wir hier nochmal auf Offensive und so gestellt haben und das jetzt dann irgendwie. Aber schon krass, ne? Also, hätte ich nicht gedacht. Also, dann doch nochmal ein Lächeln hier zum Ende der Folge. Und 3 Punkte immerhin aus der Folge mitgenommen. Danke fürs Zuschauen, lasst mir Meldung da. Wie gesagt, schaut bei Jans Folge vorbei, wie er jetzt gegen Bayern München spielt. Hau rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.